ja, das ist das Problem. Ich kann hier gar nicht auf eine andere Linie wechseln. Ich müsste hier einen anderen anfangen. Na gut, den habe ich hier schon privat angefangen, diese Linie. Dann könnte ich höchstens noch den nehmen. Panzer 35 oder ein Panzer 1? Das ist halt eher der leichte Panzer. Dass man bis zu Tier 7 auf dem leichten Panzer und arbeitet als Scout. Hier würde man auf 5 dann immerhin schon wechseln. Auf dem mittleren. Ich überlege jetzt echt gerade, ob ich da die Linie machen soll. Weiß nicht. So. Okay, ich habe da nur mehr 39 Erfahrung. Ich kann es trotzdem. Ja gut, ich habe so viel freie Erfahrung. Ich will die aber nicht benutzen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich mit dem noch schnell ein Spiel mache und dann kaufe ich mir einfach den Panzer 35. Das wird mir sicher mehr legen. Ich weiß nicht. Oder soll ich noch ein Spielchen? Ach, scheiß drauf. Das gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, mit dem russischen SU-100, da komme ich viel besser zurecht. Ich weiß nicht, was da anders ist. Das ist, ja. Gut, er fährt ein bisschen schneller und alles. Fährt schneller, dreht sich schneller. Das ist auch ein Vorteil. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Entweder liegt nur der hier nicht, oder es ist allgemein so die Jagdpanzerlinie. Ja, wie schon erwähnt, am besten komme ich bis jetzt mit dem Mittleren zurecht. Was ist, weiß ich nicht. Das ist halt so meine Stärke. Schauen wir mal. Dann mache ich jetzt nur mehr das eine Gefecht. Dann habe ich eh genug für zwei Folgen. Und ja, ich hoffe dann halt, dass vielleicht irgendwas in die Kommentare schreibt, ob ich da jetzt da weitermachen soll oder, wie gesagt, soll ich auf einen anderen Panzer wechseln. Ich würde natürlich bei den Deutschen bleiben. Dürft ihr dann gerne entscheiden. Ja, falls keine Kommentare dazu kommen, würde ich das dann einfach selbst entscheiden. Ich schaue jetzt mal, wie läuft dieses Match hier. Dann schauen wir mal. Weil die Kanone wird eh sehr schnell nachladen, nur 4,13 Sekunden, das ist eigentlich eh sehr schnell. Mir ist der allgemein zu langsam, für das, dass da draußen in der Beschreibung steht 42 km/h. Ja, bergab erreiche ich die, aber so auf der Geraden. Und er dreht mir zu langsam. Ja, viele wiederum lieben den Hetzer. Bis jetzt bin ich nicht so begeistert von ihm. Schauen wir mal. So. Da wird schon fest der Flaggenpunkt eingenommen. Ich überlege gerade, ob ich da auch einfach gleich mithelfe, dann geht es ja auch noch mal schneller. Ich hoffe nur, dass mich da jetzt keiner sieht. Ich da jetzt über den Berg fahre. Hui! Da hat schon wer auf mich geschossen. Oh, da vorne steht ja auch schon einer. Da versucht schon einer das Cap zu verhindern. Ja,
Eieiei, ich habe so das Gefühl, dass ich hier schnell wieder tot sein werde. Nein, tötet mich bitte nicht. Wir sind erledigt. Oh, gibt's das jetzt echt? In allen vier Gefechten total versagt. Boah, ich verstehe. Ich glaube, ich darf da zuerst nicht mit den anderen Jagdwanzer sozusagen üben. Dort habe ich 6 Gefechte gemacht. Alle liefen pipifein. Und dann kaum wechsle ich auf den Hetzer, geht überhaupt nichts mehr. Nur mehr am Ablosen. Ich verstehe das echt nicht. Damit der SO100 bin ich vorher viermal Platz 1 gewesen. Einmal so im Mittelfeld und einmal war ich dann Dritter. Dachte ich, ja, super, gut, passt. Jagdpanzerfahren nicht verlernt. Jetzt kannst du aufnehmen. Nee. Nee, 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 nee. Ja, kann natürlich verstehen, dass es dann für euch auch nicht wirklich spannend ist, wenn ihr dann jetzt vier Gefechte hintereinander seht, wo ja überhaupt nichts geht. Und vor allem, wenn ihr hier schon wieder total überrollt. Das ist auch wieder so. Nee, das hatte ich vorhin überhaupt nicht. Alle 6 hintereinander gewonnen. Hier das erste gewonnen, die anderen 3 alle verloren. Das ist echt. Sehr, sehr seltsam das Ganze. Ich verstehe es echt nicht. Ja, ich werde es einfach mal probieren. Damit einen anderen komme ich sicher besser klar. So. Lebt ja eh nur mehr einer. Zack! Lebt keiner mehr. So. Okay. Ich habe gerade noch eine ganz andere Idee. Ich könnte ein Spielchen mit dem hier machen, D3485. Normal mit dem komme ich immer super zurecht. Schauen wir mal. Wie es jetzt läuft. Aber meistens so der Vorführeffekt, da geht dann gar nichts. Schauen wir mal. Simon ist auch dabei, 2 Stück. So. Ich fahre da wie immer meinen Bereich ab. Also bei der Karte bin ich am liebsten da A bis K, 1, 2, 3, also da ganz links entlang, diese 3 Lanes. Da läuft es irgendwie immer am besten für mich, da irgendwie den Berg rauf, das ist immer so eine Sache, vor allem weil die russischen Panzer ihre Kanone nicht so weit nach unten neigen können und man muss immer so weit über den Berg rüberfahren, damit man da überhaupt mal was reinbekommt ins Ziel. Und ja, das ist so ein richtiges Selbstmordkommando. Sowas mache ich dann mit Panzern, die das Rohr weiter runter neigen können. So, da fahren wir hinten im Verborgenen. Wir wollen ja nicht gleich abgeschossen werden. Ja, dann mache ich halt die zweite Folge jetzt einfach länger. Ist ja auch nicht so das Problem. So. Gut. Fahrt mal einer vor, erkunden. Panzer 38, das ist dein Job.
da hinten ist ein Liga und D29. Schnell, bevor die mich sehen. Das könnte jetzt ein bisschen spannend werden. Und ich merke bei dem Panzer, dass er so eine schnelle Kanone auch noch hat. Gar nicht so blöd. Das gibt's ja jetzt echt nicht, oder? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Also. Wollte schon sagen. F hier gerade überhaupt nichts. Ja, sieh mal, ist die Frage, ob ich da frontal durchkomme. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ich hasse das. Wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Aber jetzt, so. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Da oben kommen schon die nächsten vier. Sehen mich da zum Glück nicht wirklich. Boah, die zwei Schaden hättest du auch noch machen können. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Hoppala. Schön auf das Haus zu fahren, damit die mich nicht sehen. Ja. War noch irgendwie weiter. Ja, ist er raus. Nein, und jetzt bleib so. Nicht. Was mache ich? Also, geht doch. Da ist er auch schon hin. Ja, das ist deutlich meins. Das ist. Boom lässt sich bewegen. Ich kann mich da besser verstecken. Zack, war hier sofort, könnte so rüberballern. Den Jagdpanzer muss man immer so aufwendig drehen, das dauert immer alles so lange. In der Zeit hat sich natürlich auch der Gegner neu positioniert. Das hat immer so eine Sache. Dort steht einer, der ist eh gleich tot, hat nochmal 13 Leben und der da hinten, das weiß ich jetzt nicht. Den da drüben werde ich schon töten können. Und das war's. Beide tot. Ja, das läuft deutlich besser für mich. Ich werde wahrscheinlich wirklich da auf Panzer mit Turm wechseln. Das ist einfach meins. Ja, da Eventbelohnung auch noch bekommen. Man habe jetzt nicht so den hammermäßigen Schaden gemacht, aber immerhin liege ich da gleich besser. Ach, 706 Schaden. Ja. Ist auch gleich viel angenehmer zum Fahren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schreibt was in die Kommentare dazu.
Ich würde natürlich nicht diesen weiterspielen, sondern wie gesagt, hier bei den Deutschen könnt ihr euch aussuchen. Entweder dann den Panzer 35, wo ich dann am Ende auf einen schweren komme, oder hier Panzer 1, wo man dann hier, wenn die Linie nachgeht, auf den mittleren dann zum Schluss kommt. Man würde halt mindestens bis 7 Mal am leichten spielen. Wobei das eher nicht so meine Favoriten sind. Scouten ist immer so eine Sache. Eher würde ich dann das hier bevorzugen. Und da müsste ja spätestens der schon ein bisschen bessere Kanone bekommen, oder? Auch die 4-7er, gut, die 5er. Okay, macht 67 Penetration nur. Danach, gut, der Nachfolger bekommt dann eh schon die 7,5er. Na gut, Haubitze, das kann man vergessen, ja. Also ich würde halt Panzer 35 bevorzugen. Wie gesagt, dürft ihr entscheiden, schreibt es einfach in die Kommentare, da würde ich euch wirklich bitten, dass ihr irgendwas dazu schreibt. Auch wenn es so ist, nein, bleib auf dem Jagdpanzer, probier's weiter. Dann mache ich das, wenn nicht, dann wechsle ich hier hin. Zur Not würde ich hier sogar meine freie Erfahrung opfern und schauen, dass wir vielleicht wirklich da gleich beim 3 oder auch beim 4 oder so einsteigen können, damit wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Also, wie gesagt, einfach reinschreiben. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, auch wenn ich da ja bei den ersten 4 Spielen da mit dem Hetzer da total abgelust habe. Aber jetzt mit dem D34-85 ging es gleich viel besser. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Schön, dass ihr wieder zugesehen habt. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.